Fuck. Guck mal hin. Oh, scheiße. Nein. Salve, das Kibuli, das Kibulekwo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Nee, du sollst jetzt Niss sagen, weißt du? Ach so, Nisses. Nee. Nee. Net? Nee. Ach so, okay. Nochmal? Ne? Sis. Okay. Das war klang gerade wie irgendwelche Ureinwohner, spontan, wie immer. Die so irgendeine neue Sprache. Ja, wir sind ja noch in der Steinzeit, Markus. Passt doch. Es passt auch wieder alles perfekt. Ja, Hammer. Hammer ist das. So, wir hatten es in der letzten Folge von Schimpfwörtern und von generell, ne? Ich meine, guck mal, wir sind doch Jungs, ne? So. Ja. Ich tue jetzt, glaube ich, kein Geheimnis offenbaren, wenn ich sage, Jungs sind halt, keine Ahnung, manchmal, also Männer sind männlich oder halt, klar, ich meine, ist auch wieder Klischee, ne? Hier, bevor jetzt irgendwelche tolerante Menschen kommen. Es ist natürlich so, also man lernt doch schon im Kindergarten Schimpfwörter, aber Elmi hat es eben nicht getan, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Keine Ahnung, wenn das ich da, also so Schimpfwörter sag, weißt du? Ja. Wie, keine Ahnung, Hurensohn oder so. Dann ist Tobi. Ja, dann, ich meine, okay, das sagt man jetzt gleich auch nicht so öffentlich oder sowas, aber jeder von uns tut's doch, komm. Es gibt viele Dinge, die wir Menschen tun und keiner will zugeben, wie zum Beispiel in der Nase popeln oder... muss ich gestehen, habe ich sogar, das habe ich ja alles in der Grundschule und im Kindergarten gelernt, diese ganzen tollen Schimpfwörter, und das hat mir meine Mutter mal erzählt, dass ich ihr früher immer die Ohren zugehalten habe und gesagt hat, hör nicht auf die sagen böse Worte. Echt? Oh, ja, ja. Süß. Marco. Ja, gell. Das war gut erzogen, warst du auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, also ich meine, das war schon, oder wenn ich halt so männliche, also was heißt männliche Dinge? Oh, was mach, hä? Ich habe gerade mit meiner Axt Rechtsklick gemacht und habe dabei ein Holz gepflanzt. Mit meiner Axt. Hä? Ja, hä? Richtig. Warte mal. Ich habe auch gerade. Warte. Hä? Guck mal, ich kann Fackeln setzen mit meiner Axt. Was? Ich kann mit meiner Axt. Was? Was? Das ist wahrscheinlich das Letzte, das du halt gesetzt hast, wird dann wiederholt oder so. Aber ich habe Steine gesetzt, glaube ich. Ja? Warum dann gerade Fackeln? Ich weiß es nicht. Warum ich. Vielleicht, dass was nebendran ist oder so. Ist nebendran bei dir eine Fackel? Nein, ja. Warte mal. Nee, es sind immer noch Fackeln. Warte, ich setz mal einen Stein. Das macht mit gar keinen Sinn. Nee, ich hab keinen. Hä? Hä? Oh Mann, das ist übrigens ein Lieblingswort von Margot und mir. Was? Hä? Aber halt in einem bestimmten Ton. Hat auch eine Geschichte. Das wollen wir jetzt aber nicht erzählen, weil das wäre ein bisschen diskriminierend. Das sagen wir lieber öfters Penis. Nee, Penis. Aber wir haben ziemlich viele Wörter inside, ne? Eins, was viele vielleicht von euch dann beim Stream von mir mitbekommen haben, ist Lack. Und es gibt tatsächlich sehr viele Schluris, die das auch sagen. Aber die Schluri natürlich, ist auch so ein Wort. Ja, ja. Ach so, Schluri. Ja, ja, stimmt. Ja. Schluri, ne? Ah, gell, warum nenne ich euch Schluris manchmal, ne? Ja. Das liegt an unserem BK-Lehrer. Der Herr Hartmann, der Gute. Genau. Der hat nämlich immer, also der hat zu uns Schlumpf gesagt oder Schluris, ne? Genau. Nee, Teletubbies, so rum mit Schlumpf. Ja. Teletubbies oder Teletubbies und Schlümpfer hat er nicht auch mal Schlumpf gesagt? Ich glaub schon, ja. Aber so seine liebsten Wörter waren halt tatsächlich Schluri oder Teletubbies. Wir. Ja. Und da kam ich zum ersten Mal mit dem Begriff so, wurde ich konfrontiert und seitdem sage ich das halt auch immer wieder bei euch so. Irgendwie. Hast du gedacht, ja, ne, warum nicht? Ja, generell. So, alles aus der Schulzeit. Salvete, Discipuli, Discipulequa, Schluris. Was heißt das eigentlich? Das hast du mir schon mal erklärt? Du hattest ja Französisch in der Klasse, ne? Ja. Ja, aber du hattest ab der 5. sogar. Ja. Boah, ich kann noch so viel. Kannst du wegen, was auf Französisch? Nein. Kein bisschen, ey. Salvete, Discipuli, Discipulequa, sagt der Lateinlehrer nämlich immer am Anfang des Unterrichts und es bedeutet: Seid gegrüßt, Schülerinnen und Schüler. Und frag mich nicht, was das jetzt im Kontext mit meinen Videos zu tun hat. Das hat gar keinen Sinn. Aber du fandst den Spruch cool. Ja, deshalb sage ich das, weil das unique ist, weißt du? Übrigens, Margot, schau mal bitte mein Haus. Sag, dass es schön ist. Wunderschön. Ja, was müssen wir da jetzt machen? Lauf mal vor uns. Ja, da sind ja noch Fackeln drin. Ja, ja. Wir müssen das jetzt erstmal sichern. Was heißt sichern? Ja, warte mal, vielleicht so einen Zaun drum dran machen.
Warte. Ich kann auch einfach hier so zubauen und dann können wir reinschauen. Ja, aber nee. Ja, aber nee? Okay. Ja, aber nee. Ja, wie wollen wir die dann töten da drin? Ja, siehst du gleich. Warte. Ach so, hast du so jetzt gemacht? Wir hätten vielleicht vorher die Fackel wegmachen sollen. Vielleicht. Ja, warte. Was machst du? Nein, ich mach das schon. Achso. Jetzt muss ich nur schnell bauen, bevor ich die Monster... So. Nee, nee, die spawnen ja nicht, solange wir hier in der Nähe sind. Marco! Was ist denn dran jetzt? Ah! Ja. Oh, jetzt. So. Okay. Oh. Die Fackeln hier müssen dann halt auch weg. Ah, nee, das ist doof. Fuck. Wie machen wir das? Ja, wir könnten es ganz zubauen, dass sie spawnen und dann irgendwann halt wieder aufmachen. Das können wir theoretisch tun. Toll, jetzt wissen wir halt nie genau, wann das soweit ist. Gehen wir mal weg und dann müssen die eigentlich da drin spawnen. Woran merken wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Wir können wir gehen noch ein Stück... Vielleicht sind schon welche gespawnt. Hör mal. Wenn es jetzt da explodiert, weil ein Creeper drin ist, das wäre so witzig. Ist was? Nee. Hm. Nee. Hä? Aber, hä? Vielleicht dauert es ein bisschen. Ja, lassen wir mal die Nacht, ne? Ja. Oder es waren keine 25 Blöcke. Doch, eigentlich schon. Ja, vor allem da hinten hat es auch gespawnt. Ja, eben. Ja gut, da war es aber noch ein Stückchen weiter weg. Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, die sind da hinten gespawnt. Aber jedenfalls hier. Kannst du jetzt dein Achievement abhaken. Ah ja, ich habe ein Darkroom gemacht. Gut. Darkroom. Aber das war ja allerdings in der letzten Folge, also nicht in der Folge, sondern in der letzten Folge, wo ich das Achievement angefangen habe. Also habe ich es doch nicht geschafft in einer Folge, sondern Make a Darkroom, okay. Wobei, es sind ja noch keine Mobs gespawnt, aber trotzdem. Dann Make a Field of Grass. Was? Oh. Was? Fuck. Guck mal hin. Oh, scheiße. Nein. Ach, verdammt. Hätte ich es auflassen sollen? Nee, aber oben auf dem Ding müssen halt auch Fackeln hin. Mm. Schaffen wir das? Oh, ja, komm. Nee, warte, ich muss erstmal was essen. Ich habe nur noch 3 Fleisch oder so. Oh, hi. Nein. Keine Ahnung, das leckt alles. Hä? Wer schießt da auf mich? Ja, das Skelett hat auf dich geschossen. Hä? Ja, okay. Ich hab's runtergestoßen. Ist der gerade runter? Ist da oben jetzt keiner mehr, oder was? Ist der da runter? War das der von oben, oder wie? Ja, das war der von oben. Ah, okay. Ich mach mal hier oben Fackeln hin, so. So, jetzt müsste der funktionieren. Aber ich meine, es sind ja schon Monster gespawnt, nur halt im falschen Ort. Hä, nee, da sind keine drin, aber wieso? Hä? Vielleicht, warten wir, lassen es dann oben. Nee, hä? Ich verstehe es nicht. Was hast du. Hä? Aber du hast doch nichts falsch gemacht. Ist einfach nur ein Darkroom, ist nichts, alles zu drin. Ja, eigentlich schon. Oder ist Holz lichtdurchlässig? Ja, weil oben drauf war doch auch dann. Ja, eben. Vor allem oben war ja dann auch direkt an der Fackel. Oh Gott, das ist jetzt gerade so. Hä? Du hast Pfeile in deinem Kopf, sieht witzig aus. Ja. Ah ja. Aber ich würde sagen, wir machen uns einfach mal aus Sicherheit Waffen. Ah, ja, das wäre eigentlich mal eine Idee. So. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, ne? Oder Schutz, Rüstung. Rüstung ist auch nicht schlecht. Wobei, wenn wir runterfallen, bringt das uns halt nichts, ne? Das stimmt. Und ich glaube, wenn, dann fallen wir eher runter momentan, als so zu sterben, weißt du? Deswegen, aber wenn wir Waffen hätten, dann können wir halt zum Beispiel die Monster viel besser wegslashen. Aber es wäre auch gut, wenn wir die so hier so produzieren würden, weißt du? Ja, die Monsterfalle können wir auch, jetzt habe ich es eigentlich schon im Wort gesagt, wir können diesen Monster-Spawner auch zu einer Monsterfalle umbauen. Zu einer automatischen. Mit Wasser und Lava, ne? Nee. Also viel einfacher. Du kannst nämlich solche
Wie nennt man die Dinger, die am Flughafen Rollbänder? Ja. Die kannst du bauen. Ach so. Ja, aber mit Wasser geht's ja auch, wenn das Wasser runterfließt, dann. Ja, aber das ist ja irgendwie lame. Ach so. Da kriegst du ja immer nur so ein paar Mobs. Vielleicht muss da du mehr Platz sein. Vielleicht soll ich es mal größer bauen, den Darkroom. Kann sein. Mal gucken, vielleicht ist ja jetzt was gespawnt. Nee, aber da drin ist auch versteck mich. Aber wenn du F7 da drin drückst, dann ach so, da hängt noch eine Fackel. Echt? Oh Scheiße. Ich dachte schon so, warum ist das eigentlich so hell da drin? Ja, deswegen. So, jetzt müsste eigentlich mal warte, jetzt kann man eigentlich auch hier das ja, egal. Jetzt müsste es funktionieren. Muss nur weggehen. Mhm. Nee, aber jedenfalls kannst du die Monsterfalle so automatisieren, dass du das irgendwie hochbaust in die Lüfte, so dass man bei einem Sturz stirbt. Ach so. Und dann machst du diese Rollbänder. Ja, ja, ja. Und dann spawnen die Monster auf den Rollbändern und fallen einfach runter. Und das, was sie dann droppen, das kannst du dann mit so einem Hopper oder wie das heißt, so einem Trichter aufsammeln. Mhm. Und ja, dann hast du das automatisiert. Ah ja. Machst du drunter noch eine Diamantkiste. Oh. Das hat sich gut angehört. Bist aufgelevelt mit deinem. Ja. Yeah. One Haste. Oh. Was ist Haste? Ja, Schnelligkeit. Echt? Das heißt, du baust jetzt schneller ab. Oh, mein Gott. Oh, Deluxe. 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 Hm. Okay. Läuft bei dir, Brudi. Brudi. Ich komm, wir schauen jetzt mal, was. Ja. Ja. Außer du hast gerade Öl gemacht. Hast du gerade Öl gemacht? Nee. Dann ist da drin was. Oh Gott. Oh Gott, aber nicht zu wenig. Achtung, weg, 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 weg. Green oh Shot Scheiße, die schießen raus, die schießen raus, Margo. Margo, nein! Oh Gott, was machst du da? Ah, fuck, fuck. Oh, das hat gerade bei mir ein bisschen geleckt. Ich will auch Erfahrung. Übrigens, ja, meins ist auch aufgelevelt. Ich habe jetzt auch Auto-Repair drauf. Ah, Lack. Sehr nice. Ja, Lack habe ich sowieso drauf. Nice. Was? Das war gerade noch Oldschool-Art. Ja, aber das andere klingt auf jeden Fall besser. Was bist du eigentlich für ein Level? Bei mir ist es nämlich Level 2. Ja, ich bin auch Level 2. Level 1 meine ich. Okay, du bist Level 2. Ja. Okay. Ach, Auto-Repair ist unglaublich praktisch. Mhm. Das hau ich eigentlich immer selbst mit einem Modifikator drauf, aber... Ja. Alter, ist das immer laut. Mhm, beim anderen ist es immer so mega laut. Ach. Deswegen, als du letzte Folge mich da runtergecraftet hast. Ja, ja. Boah. Extrem erschrocken. Okay. Ja, in der letzten Folge ist der Margo beinahe gestorben. Müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr das schon nicht angeschaut habt, auf jeden Fall. Es war ziemlich risky, aber lustig. Dankeschön. Nochmal so. Ja, kein Problem. Mach ich doch gern, Margo. Ich würde sagen, in der nächsten Folge fange ich mal an, dann eine Falle so zu bauen. Ich versuche mich daran mal. Und ich mache uns eine schöne Farming-Stage, dass da Tiere spawnen. Ja, aber jetzt mal ganz kurz, diese Rollbänder, können wir die überhaupt schon herstellen? Ich guck gerade mal, warte mal, ich weiß gerade nicht mehr, wie die können heißen. Wir jetzt mal überprüfen. Ihr könnt ja währenddessen einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder.